Wie lebt es sich eigentlich in einem buddhistischen Zen-Kloster? Ich lade Sie ein, zu einer Landpartie, ganz abgelegen. Das geht auch auf einer so dicht besiedelten Insel wie Japan, auf einem schwer zugänglichen Hochplateau, nämlich nordwestlich von Kyoto. Dort liegt das Kloster an Taiji. Der Abt dort heißt Olaf. Das heißt, als Abt heißt er natürlich nicht so, sein buddhistischer Name ist Moho, aber geboren wurde er als Olaf Nölke. Er begab sich auf die Suche, als er Philosophie studierte, und fand zum Zen. Dorothea Bromalow hat ihn und sein Kloster besucht. Geweckt wird man im Kloster an Taiji früh, sehr früh, noch vor dem Sonnenaufgang. Und sanft geschieht es auch nicht gerade. Um 3:45 rennt Xavier über die Flure. Er ist heute der Chikido und für den Tagesablauf verantwortlich. Seine trampelnden Schritte signalisieren jedem. In 15 Minuten beginnt in der Halle die Meditation. Das sogenannte Sassen mit dem Gongschlag des Chikido. Die Meditierenden sitzen auf Kissen, manche auf richtigen Kissentürmchen. Der Lotussitz, eine kreuzbeinige Sitzposition, empfiehlt sich nur Geübten. 2 Stunden wird man so, unterbrochen nur von Kinhin, einer 15-minütigen Gehmeditation, bewegungslos sitzen. Mit dem Gesicht zur Wand verharrt man ganz im Hier und Jetzt, erklärt Xavier, ein in Chile geborener Deutschlehrer. Wenn man ganz still ist, dann fühlt man sich auch anders. Wenn du dich ständig bewegst, dann achtest du nur, oh, hier juckt's, oder wie lange haben wir noch? Aber wenn du ganz still sitzt und einatmest und ausatmest und lässt alles, dann geschieht was. Oft wird gesagt, Sazen bedeutet, man setzt sich aufs Kissen und lässt los und man genießt dann die Ruhe des Geistes. Was aber passiert ist, man genießt das dann für 5 Minuten, 10 Minuten einfach nur still sitzen zu dürfen. Aber spätestens nach 15 Minuten geht es dann los im Kopf und alle möglichen Dinge kommen hoch. Dieses innere Gespräch beginnt. Nicht nur das sei hart, sagt Morello aus Brasilien, der seit einem Jahr in An Taiji Zen praktiziert. It's very hard because you have physical pain, but also du hast körperliche Schmerzen und dein Geist wird immer wieder abgelenkt. Jemand hat Sazen als einen Spiegel beschrieben, in dem man sich selbst sieht. Man kann sich davor nicht verstecken. Es ist nicht immer schön, aber man lernt auch viel über sich. Besonders während der Sesshin-Tage. In diesen Momenten frage ich mich schon, was mache ich hier? Als Sesshin-Tage werden die ersten 5 Tage eines jeden Monats bezeichnet, an denen 15 Stunden täglich mit kleinen Unterbrechungen meditiert wird. Da kommt man schnell an seine Grenzen, sagt Markus aus Berlin, der ein paar Monate hier bleiben will. Dann hörst du ja dann morgens immer diese Trommel und dann rennt immer dann einer mit der Glocke rum. Ne? Und dann, wenn du die Trommel schon hörst, dann denke ich so, ey, das kann nicht sein. Heute ist erst der 3. Tag, wie soll das jetzt weitergehen? Ne? Aber irgendwann merkst du, okay, das geht ja doch irgendwie, ne? Ist ja komisch. Beim Zazen widmet man seine ganze Aufmerksamkeit der Haltung, der Atmung und dem Auftauchen und Verschwinden der Gedanken, sagt Abt Moho, der als Olaf Nölke in Deutschland geboren wurde. Nölke studierte Physik, Philosophie und Japanologie, ging während des Studiums für ein Jahr nach Japan. 6 Monate davon verbrachte er im Kloster an Taiji, wo er später als buddhistischer Mönch ordiniert wurde. Vor 15 Jahren wurde Moho von seinem Lehrer als eigenständiger Zen-Meister anerkannt und übernahm nach dessen Tod das Kloster. Und in Sazen versuchen wir, die Gedanken einfach so zu lassen, wie sie sind, so wie Vogelstimmen, so wie Insekten, und loszulassen. Und loslassen ist etwas, was man nicht machen kann. Der Trick ist, die Gedanken anzunehmen. Wenn man die Realität oder das Leiden oder sich selbst loslassen will, muss man gleichzeitig die Realität, das Leiden, sich selbst annehmen. Also wenn ich etwas nicht annehmen will, wie es ist, dann wird es zum Problem für mich. Wenn ich es annehme, wie es ist, muss ich nichts damit machen. Das heißt, in dem Moment ist es schon losgelassen. Heute seien die Menschen ständig auf der Suche nach irgendetwas. Nach Geld, nach Liebe, nach Karriere, um glücklich zu sein. Doch was Glück bedeutet, das wissen die meisten nicht. Sie wissen nur, mir geht es schlecht, ich bin nicht glücklich. Deshalb sage ich, echtes Glück bedeutet, dass man auch mal sein Unglück annehmen kann. Echte Erleuchtung bedeutet, aufzuhören, danach zu suchen, immer so wie der Hund, der rumschnüffelt und nach der Bratwurst sucht. Deshalb wird im Zen manchmal gesagt, vergiss die Erleuchtung. Natürlich ist
Erleuchtung der Punkt, um den es geht im Buddhismus, aber den Menschen das wie eine Karotte vor die Nase zu hängen, ist kontraproduktiv. Zen ist für mich einfach das Leben leben, indem man nur achtet, dass man in der jetzigen Moment ist. Sonst ist nichts wichtig. Man könnte ja die ganze Zeit daran denken, was morgen passieren wird oder was gestern geschehen ist. Aber letztendlich sind wir nur jetzt und hier. Und indem man das erkennt, erlebt man auch Zen. Dieses Gefühl, hier zu sein und jetzt zu sein. Wer nach Antaiji kommt, muss es mit dem Zen ernst meinen. Nicht nur, weil man 1800 Stunden im Jahr meditiert. Die Klosterbewohner, die Monate oder auch Jahre hier bleiben, bekommen keinen Lohn, müssen ihre Unkosten selbst tragen, für ihren Lebensunterhalt selbst aufkommen. Wir gehen auf Takuhatsu. Das wird auch als Bettelübung bezeichnet. Im Winter gehen wir in die großen Städte und betteln. So können wir unsere grundlegenden Kosten für die Versicherung und die persönlichen Dinge decken. Völlig vergeistigt ist der Klosteralltag in Antaiji nicht. Das Zusammenleben in der Gruppe funktioniert nur, wenn alle mit anpacken. Feld- und Waldarbeit, Kochen und das Kloputzen, all das sei Teil der Zen-Praxis. Die Schriften erlösen uns nicht. Es ist auch nicht ein Buddha, der uns erlösen wird, sondern es ist die eigene Praxis, die eigene tägliche Übung. Also Praxis bedeutet, dass man in jeder Tätigkeit, die man ausübt, versucht, in dem Moment zu sein und von sich loszulassen. In Antaiji reicht es nicht, auf einer inneren spirituellen Suche zu sein, sagt Abt Muho. Antaiji sei vor allem auch ein Ort für praktisch veranlagte Menschen. I'm responsible for wood. Ich habe die Verantwortung für das Holz. Wir fällen Bäume, denn wir brauchen Holz zum Heizen, zum Kochen, aber auch für den Boiler, in dem wir das Badewasser erhitzen. Also die Arbeit auf dem Feld, das ist wirklich körperlich. Ich habe ja vorher nur vorm Rechner gesessen. Es ist super anstrengend. Letztens habe ich gelernt zu schlachten. In Antaiji lebt man, entgegen gängiger Klischees, nicht vegetarisch. Die Wildtiere bekommt die Gemeinschaft von den Bauern und Jägern der Umgebung geschenkt. Sie zu verschmähen, würde sie erneut töten, sagt Muho. Vegetarier haben oft eine sehr genaue Vorstellung, wie alle anderen essen sollen. Also diese Idee, ich mach's richtig und wenn du es nicht so machst wie ich, dann machst du es falsch. Und das ist komplett konträr zum Buddhismus. Natürlich ist es gut, sich hauptsächlich von Gemüse zu ernähren. Aber was noch wichtiger ist, ist diese Idee loszulassen, ich mach's richtig. In Antaiji werden keine spirituellen Praktiken oder Meditationstechniken angeboten. Stattdessen bietet Abt Muho die 24 Stunden des Tages als Zen-Praxis. Erleuchtung versteckt sich nicht irgendwo hinter der nächsten Ecke, sondern in dem Moment, wo ich vor mir die Wand sehe, ich höre die Zikaden, ich höre die Vögel, ich spüre meinen Körper vom Scheitel bis zu den Füßen, ich spüre meinen Atem, ich spüre, wie Gedanken kommen und wieder gehen. Da manifestiert sich schon Erleuchtung. Der Philosoph Olaf Nölke leitet jetzt ein Zen-Kloster in Japan. Dorothea Bromalow war dort zu Gast.